So, Freunde, guten Tag und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode der Gannikus News. Ich hoffe, euch geht's gut. Ich hoffe, ihr habt Bock, denn dann haben wir etwas gemeinsam und machen wie sonst auch immer eine kleine Reise durch die aktuellen Schlagzeilen der Bodybuilding- und Fitnesswelt. Es gab ja vergangenes Wochenende keinen Wettkampf mit deutscher Beteiligung, deswegen skippen wir den Bereich heute. Hasan Mustafa hat sich auf jeden Fall qualifiziert für den Mr. Olympia und ich bin allgemein weiterhin etwas verwundert, das habe ich letzte Woche schon gesagt, warum die Events in den USA gerade so wenig Beachtung von den möglichen Teilnehmern genießen. Für mich sehr gute Optionen, sich auch mal da drüben zu zeigen und eventuell auch zu qualifizieren, aber es wird schon Gründe geben, warum da niemand drüber nachdenkt. Wie dem auch sei, das wird heute, wie gesagt, kein Thema. Und bevor wir mit den eigentlichen News anfangen, bekommt ihr noch meine Empfehlung aus dem Gannikus Shop. Da gibt es ganz grundlegend zu sagen, dass sich die Out-of-Stock-Situation sehr stark gebessert hat. Sprich, sehr vieles, was nicht da war, ist jetzt wieder verfügbar. Angefangen von Whey über Somnia bis hin zu Galenicus und Galenicus Pump und natürlich auch Sachen wie Glutamin Plus, EAAs und Magnesium Omega Big Pack sind zurück. Was ich euch heute aber ans Herz legen möchte, sind definitiv die Stim Caps, weil da war ich schon selbst auch ein bisschen verärgert und aufgeschmissen, als die nicht mehr auf Lager waren. Könnt ihr euch jetzt wieder gönnen und selbst stellenweise damit zum verrückten Professor werden und euch eure perfekte Pre-Workout-Mischung zusammenstellen. Bei mir ist so, ich gehe 5 bis 6 Mal die Woche zum Sport und da kann und will ich mir nicht jedes Mal die volle Portion Galenicus reinknallen, weil es mir einfach zu stark ist. Jetzt könnte man sagen, heul leise oder nimm doch einfach die Hälfte, aber da wird halt pumptechnisch kein Schuh draus. Ich mag gerne vollen Pump und nicht ganz so viele Stimulantien und genau dafür gibt es die Stim Caps. Das ist wie eine Koffeintablette mit sehr vielen Extra-Benefits. Ihr habt da sozusagen die Stim-Matrix des Galenicus zum Selbstdosieren mit unter anderem Koffein, natürlichem Koffein aus Guarana, Theakrin, Theanin und beispielsweise Synephrin. Also checkt das gerne mal aus. Ich glaube, ich habe sogar nicht mal was vergessen. Glucuronolacton ist auch noch mit drin und ich glaube, das müsste dann schon gewesen sein, was definitiv ein sehr starkes Produkt ist von der Zusammensetzung her. Bekommt ihr alles auf gannikus-original.de oder auf gannikus-original.ch. Da könnt ihr euch austoben, was ich in den nächsten Minuten auch machen werde, und zwar mit dem ersten Thema. Wir starten mit einer kleinen, dafür aber umso traurigeren Nachricht aus den Kreisen der IFBB Pro League. Letzte Woche, genauer gesagt am 13. Juli 2023, ist Gustavo Badell verstorben, seines Zeichens ehemaliger IFBB Pro und Olympiateilnehmer, der zweimal sogar den 3. Platz hinter Ronnie Coleman und Jay Cutler erreichen konnte, ich meine 2004 und 2005. In seiner über 10-jährigen Karriere hat er 3 Wettkämpfe gewinnen können. Einmal die Ironman Pro, einmal die San Francisco Pro und einmal die Atlantic City Pro. Insgesamt hat er über 30 Wettkämpfe bestritten mit jeweils mehreren Starts beim Mr. Olympia und bei der Arnold Classic. Sein Spitzname war The Freakin' Rican aufgrund seines späteren Lebensmittelpunktes in Puerto Rico. Geboren wurde er aber tatsächlich in Venezuela im Jahr 1972, sprich zum Zeitpunkt seines Ablebens war er nach Adam Riese 50 Jahre alt. Jetzt werden sich sicher wieder viele fragen, was denn genau die Todesursache war. Ich ahne auch schon die Kommentare, aber dagegen machen kann man in der Fülle eh nichts. Das habe ich mehr oder weniger aufgegeben, deshalb tobt euch aus, aber behaltet bitte wenigstens den nötigen Grundrespekt, der bei solchen Themen vonnöten ist. Es war wohl so, dass Gustavo Badell mit Nierenproblemen zu kämpfen gehabt hat. Streng genommen soll er sogar mit einer Spenderniere seiner Schwester gelebt haben, was natürlich alles andere als optimale Voraussetzungen für ein langes und gesundheitlich problemfreies Leben sind. Nichtsdestotrotz war das nicht die Todesursache, sondern es war schlicht und ergreifend ein Schlaganfall, wie zumindest in den
amerikanischen Medien berichtet wird. Mal wieder keine schönen Nachrichten, aber nützt ja nichts. Auch sowas muss man ab und zu aufgreifen. Rest in Peace, Gustavo Bardell auf jeden Fall. Ihr da draußen, gebt Acht auf euch und wir machen weiter mit der nächsten Headline. Was bringt dir das ausgeklügelste Ernährungskonzept, wenn es nicht in deinen Alltag passt? Richtig, nichts. Das Buch Nutrients ist eine Kampfansage an alle, die blind und ohne zu hinterfragen sektenartig Ernährungsgurus hinterherlaufen. Wichtig für dich zu verstehen, Nutrients ist alles andere als ein striktes 0815 Ernährungsprogramm. Ganz im Gegenteil. Nutrients hilft dir, flexibel auf deine persönlichen Ziele und Bedürfnisse zu reagieren. Es hilft dir, deine Ernährung so zu strukturieren, wie es für dich am sinnvollsten erscheint. Sichere dir daher jetzt das E-Book Nutrients im Wert von 39,90 Euro mit dem Code NUTRIENTS4FREE. Du findest den Link und den Code in der Beschreibung. Kein Denken in Extrem. Agiere so akribisch wie nötig, sei aber auch so flexibel wie möglich, um dauerhaft deine Ernährung im Griff zu haben. Genau darum geht's. Wir fahren fort mit wirklich interessanten News aus unter anderem der Leichtathletik. Umgesetzt soll das Ganze aber auch werden für Schwimmen, Turnen, Gewichtheben und ich meine Kampfsport wie beispielsweise MMA. Und zwar hat ein aus Melbourne stammender Geschäftsmann die Idee der sogenannten Enhanced Games gehabt, wobei es sich um nichts anderes handelt als um eine Gegenbewegung zu Olympia, in deren Rahmen es keine Dopingkontrollen geben soll. Unterstützt wird das Vorhaben nicht nur von aktuellen und ehemaligen Olympioniken, sondern auch von Ärzten und Wissenschaftlern. Eine Aussage des Erfinders fand ich sehr treffend. Er hat nämlich gesagt, dass auch Sportler erwachsene Menschen sind und mit ihrem Körper machen können, was sie wollen. Genau wie jeder andere auch. Wir haben Fette, die unendlich viel Schrott in sich reinfressen. Wir haben Alkoholiker, deren Leber kaputt ist, und wir haben Raucher mit gravierenden Lungenproblemen. Aber wenn es um Doping geht, egal ob im Bodybuilding oder Breitensport, dann schwingt man immer mit der Gesundheitskeule. Also versteht mich nicht falsch, ich will den Leuten das Gesaufe und Gerauche gar nicht verbieten. Ich finde den liberalen Weg immer besser. Jeder soll mit seinem Körper einfach machen, was er möchte, solange er anderen nicht schadet. Völlig sekundär, von welchem Bereich oder potenziellen Schaden wir reden. Gleichzeitig würde ich nur die Aufklärungsprogramme über mögliche Folgen genauso vorantreiben, die man rein theoretisch mit Steuergeldern subventionieren oder komplett bezahlen könnte, wenn man alles legalisiert und der Staat dran mitverdient. Ich finde das mit den Enhanced Games eine richtig gute Idee, auch wenn ich prophezeien würde, dass die Leistungen gar nicht so signifikant nach oben schießen würden, weil wir müssen uns nichts vormachen. Doping ist doch längst in allen Sportarten angekommen. Die Snooker-Spieler nehmen Beta-Blocker, die UFC-Kämpfer sind genauso auf Stoff wie Bodybuilder, nur sieht man es ihnen halt nicht an, weil die Dosierungen und Trainingsreize ganz andere sind. Glaubt ihr wirklich, ein Usain Bolt läuft all netty 100 Meter in unter 9,6 Sekunden, nur weil er so eine krasse DNA hat? Ich glaub's nicht. Der ist schon prädestiniert, keine Frage, aber auch gute Veranlagung hat ihre Grenzen. Im Endeffekt ist dopingfreier Sport nur so dopingfrei, wie seine Dopingtests gut sind, und wo Leute gegen Doping arbeiten, sind auch immer Leute, die fürs Doping arbeiten. Und jetzt stellt euch mal die Frage, wo mehr Geld zu verdienen ist. Sicher nicht als Offizieller in der WADA. Wenn du auch im Team von Usain Bolt helfen kannst, dass der die Dopingkontrollen übersteht, wenn er denn überhaupt getestet wird. Das ist ja auch nochmal so eine Sache. Wie gesagt, ich erachte das für einen coolen Einfall, auch wenn man sagen muss, dass Bodybuilding selbst dort erstmal nicht zum Tragen kommen wird, weil der Erfinder wohl primär auf Sportarten steht, die man objektiv messbar machen kann und nicht subjektiv bewerten muss. Es geht weiter mit einer Schlagzeile,
die mich außerordentlich schockiert hat. Ich war so geschockt, wie ich immer geschockt bin, wenn ein Trainer-Athleten-Verhältnis beendet wird. Also gar nicht, um ehrlich zu sein. Worum geht's? Enrico Hoffmann, definitiv einer unserer IFBB-Pros mit dem größten Potenzial hier in Deutschland, hat sich von seinem bisherigen Coach Max Matzen getrennt und wechselt mit sofortiger Wirkung zurück zu Manuel Bauer. Alles im Guten, auch wenn man das Gefühl hat, solche Trennungen im Bodybuilding nur mit Streit über die Bühne bringen zu können, gehört mittlerweile zum guten Ton. Unter Enricos Statement gibt es auf jeden Fall nicht nur einen Kommentar von Max, der ihm alles Gute für die Zukunft wünscht, sondern auch einen Kommentar von Manuel, der die Arbeit von Max zu würdigen weiß. Man muss dazu sagen, dass Enrico keine ganz so einfache Zeit hatte mit unter anderem Arbeitsplatzwechsel, Motorradunfall und OP seines Sohnes. Stellenweise soll er sogar depressiv gewesen sein und die Lust am Bodybuilding verloren haben, weshalb am Ende der Wechsel zurück zu Manuel, wo er schon mal war, für ihn die schlüssigste Konsequenz ist. Es muss nicht immer alles scheiße gelaufen sein beim vorigen Coach. Ganz im Gegenteil haben Max und Enrico wirklich sehr starke Pakete auf die Bühne gestellt nach dem Wechsel in die offene. Und die hätten das auch sicher weiterhin gemacht. Trotzdem kann es manchmal auch einfach zwischenmenschlich nicht passen oder es funktioniert halt in der aktuellen Lebensphase nicht so, wie es funktionieren sollte oder schon mal funktioniert hat. Im Grunde genommen ist es doch auch scheißegal, ob das jetzt Max Matzen, Stefan Kienzel oder Hänschen Klein ist. Wenn es nicht passt, warum auch immer, dann passt es eben nicht und fertig ist die Geschichte. Da muss man nicht böse und nicht beleidigt sein. Wenn die Freundin Schluss macht, ist es auch nicht cool. Verstehe ich, tut im ersten Moment weh. Aber man hat doch mehr davon, wenn man sich auf beiden Seiten den Dingen zuwendet, die man konstruktiv voranbringen kann, weil beide Seiten Bock haben, statt sauer zu sein, dass man verlassen wurde. Selbst wenn der Grund nur ist, dass man sich woanders wohler fühlt, das heißt ja nicht immer direkt, dass man sich beim vorigen Coach unwohl gefühlt hat, sondern einfach nur, dass man sagt, guck mal, ich komme dort besser zurecht und will dir einfach nicht deine Zeit und Energie rauben, dass du mit Leuten arbeiten kannst, die richtig Bock auf dich haben und dementsprechend auch einen besseren Kontakt zu dir pflegen können. Deshalb sage ich auch immer mehr Leuten, die mich nach einem Coach fragen, probier's mal mit unserem Fabian, unser Fabian von Gannicus Progress in dem Fall, einfach weil er zum einen super kompetent ist, zum anderen frische Gedanken reinbringt und sehr, sehr umgänglich und kooperativ ist, ohne gleichzeitig das nötige Maß an Ernsthaftigkeit zu vergessen. Wenn ihr da mal ganz unverbindliche Infos wollt, checkt den Link in der Beschreibung ab. Ich kann euch den Fabian nur äußerst ans Herz legen. Er hat auch mir schon den ein oder anderen Tipp gegeben, den ich so noch nicht erhalten habe und auf den ich sehr sicher auch nicht selbst gekommen wäre. Von Max und Enrico auf jeden Fall vorbildlich gelöst, meiner Meinung nach. Cool auch für Manuel, der jetzt gleich zwei hochkarätige IFBB-Pros in seinen Reihen hat und genau das gebührt ihm auch, weil auch wenn Manuel nicht ganz so extrovertiert ist, was ihn übrigens mit Fabian eint, ich halte sehr viel von ihm und glaube auch, für eine ganz große Menge an Athleten wäre er eine unfassbar gute Adresse, was das Wettkampfcoaching angeht. Wir fahren fort mit einem sehr transparenten Chris Kallmeier, der seinen bisher krassesten Stack in einem Gespräch mit Justin Musiol preisgegeben hat. Vorneweg müssen wir erstmal festhalten, das war der Stack, bei dem es Chris in seiner Karriere am schlechtesten ging und der ihm noch dazu am wenigsten gebracht hat, weil er damals mit Stand heute für ihn mickrigen 80 Kilo als Classic-Physikathlet auf der Bühne stand, um am Ende in der Tat Fünfter zu werden. Ich sag euch mal, was bei Chris zu der Zeit alles reingeflogen ist, beziehungsweise rein injiziert wurde. Und zwar waren das pro Woche 700 Milligramm Testosteron-Propionat, 700 bis 1000 Milligramm Trosta und 700 bis 1000 Milligramm Tren. Pro Tag kamen dann noch 100 Milligramm Winstrol, 50 Mikrogramm T3, 75 Mikrogramm T4 und für die letzten vier Wochen noch 100 Milligramm Aldactone dazu.
Für HGH war tatsächlich kein Geld da und höchstwahrscheinlich hat der Chris da auch allgemein nicht den besten Stoff erwischt in der Vorbereitung. Was sagt uns das jetzt unterm Strich? Zum einen definitiv mal, dass der Stoff nicht immer bessere Ergebnisse bringt, wenn er nach oben geschraubt wird. Zum anderen, dass auch andere Faktoren sehr stark mit reinspielen, wenn es um Muskelaufbau und Fettverlust geht. Ihr könnt noch so viel Stoff ballern, auch 3,5 Gramm die Woche wie Chris damals mit 80 Kilo, um dann Fünfter bei einem Popelwettkampf zu werden. Wenn ihr euer Stresslevel nicht im Griff habt und noch dazu schlecht regeneriert, werden euch andere Athleten reihenweise überholen, die dafür deutlich weniger nehmen müssen. Mir ist schon klar, dass die meisten damit große Probleme haben, wenn ihre Stoffmengen vom Coach erstmal verringert werden. Ich weiß auch nicht, wie ich darauf reagieren würde, weil dieses Mehr-ist-mehr-Gerede ist irgendwie in jedem von uns verwurzelt. Und generell kann man sicher auch sagen, dass die allermeisten Coaches, gerade in der Oldschool-Fraktion, auch heute noch ihren größten Ansatzpunkt beim Erhöhen der Dosierungen haben. Trotzdem ist es so, und das hört man immer öfter von Athleten heutzutage, dass es neben der Menge eben auch auf die richtige Kombination ankommt und dann bei weniger Nebenwirkungen und mehr Erfolg die Gesamtmenge sogar reduziert werden konnte. Man muss sich nur darauf einlassen und erstmal den Coach sein Ding machen lassen. Ungeachtet dessen gehören Steroide zu unserem Sport dazu. Ohne geht's nicht, wenn man nicht zur GmbF will. Die Dosierungen sind auch nicht auf THT-Level, das wäre auch gelogen. Aber wenn euch jemand sagt, dass es auch mit weniger geht, dann hört drauf und zieht die richtigen Schlüsse bei der Coachwahl. Der Chris ist alles, nur kein Schwätzer. Und er hat auch absolut nichts davon, euch mit solchen Riesenmengen anzulügen und abzuschrecken, außer euch ein realistisches Bild zu liefern, wie es nicht gemacht werden sollte. Hast auch du am Abend ab und zu das Problem, dass du nicht richtig chillen kannst, du kommst nicht richtig runter? Ich kenne das gut von mir. Bei mir ist dann häufig so, dass ich nicht ein- und vor allem auch nicht durchschlafen kann. Genau dafür haben wir Somnia entwickelt. Hier ist unter anderem Melatonin drin, das ist das Einschlafhormon, und noch 16 weitere Inhaltsstoffe. Schau es dir einfach mal an. Mir hat super geholfen. Gute Nacht. Dann kommen wir zum Abschluss noch auf ein neues Video von bzw. über Roman Fritz zu sprechen. Eine ähnliche Auskopplung hatte auch Max neulich schon. Es geht um Bodybuilding und seine Risiken. Wir müssen jetzt nicht drum rumreden, dass bei uns im Sport Sachen gemacht werden, die sich nicht unbedingt lebenserweiternd auswirken. Anders als bei Rauchern und regelmäßigen Alkoholkonsumenten habe ich aber schon das Gefühl, dass wir uns dessen bewusster sind, was uns erwarten könnte, wenn wir gewisse Praktiken anwenden. Genauso sieht es auch Roman Fritz, der in dem besagten Video mit den Risiken des Bodybuildings konfrontiert wird, unter anderem mit dem Tod. Roman selbst sagt, es ist nicht die Frage, ob sein Verhalten irgendwann Konsequenzen mit sich bringt, sondern nur, wann es der Fall sein wird, weil das Beeinträchtigungen bis hin zu seinem Ableben passieren können, steht für ihn außer Frage. Das wirkt auch alles nicht dumm dahergeschwätzt, eher sogar sehr klar. So klar, dass man merkt, er hat sich darüber schon ausreichend Gedanken gemacht und das Gespräch nicht zum ersten Mal geführt. Auf manche mag das ignorant wirken, aber ich habe Roman als sehr überlegt und nüchtern kennengelernt und nichts anderes ist das auch bei dem Thema. Ungefähr so, aber vielleicht nicht ganz so krass war das sicher schon immer bei Roman. Der hat das 100 Pro nochmal besser abgewägt als andere, aber was natürlich sehr stark auch mit reinspielt, sind seine Hüft-OPs, von denen ihn eine ja auch fast dahin gerafft hätte. Und da wird er gemerkt haben, dass es sowieso alles schneller vorbei sein kann, als man denkt. Er hat da mit Sicherheit keine ganz so populäre Meinung und viele würden das nach außen hin als fahrlässig bezeichnen, so zu denken, obwohl sie selbst in sich drin wahrscheinlich dasselbe denken, wenn sie ehrlich zu sich selbst wären. Ich sage, leben und leben lassen. Wir hatten das vorher schon mit den Enhanced Games. Lasst einfach jeden nehmen, was und wie viel er für nötig hält. Genauso soll auch jeder gerne täglich seine Schachtel Kippen rauchen und seine 5 Bier trinken. Wir sollten uns darum bemühen, über die negativen Folgen aufzuklären. Aber wer sich bewusst dagegen entscheidet oder einfach zu blöd ist, dem muss man auch nicht helfen, solange er niemand anderem proaktiv schadet. Das nennt man dann
natürliche Selektion und die gibt's schon immer. In diesem Sinne, mehr habe ich dazu gar nicht zu sagen. Sehr cooles Video von Roman. Ich habe es gefeiert. Nicht, weil ich genauso bin, sondern weil ich einfach Menschen mag, die original und originell sind. Ohne dabei einen Scheiß auf die Meinung anderer zu geben. So kann man es am besten ausdrücken, glaube ich. Auf jeden Fall war es das mit den Gannikus News für diese Woche. Ich wünsche euch was. Bleibt gesund und lasst euch nicht verarschen.